Okay, weißt du, was das für ein Video ist? Das habe ich mir extra aufgespart. Eigentlich wollte ich schon viel früher darauf reagieren. Erkenne das Ehepaar. Wir werden das herausbekommen, sonst sind wir Lacher. Okay? Okay. 10 Jahre Beziehung intus. Wir sehen, wenn sich welche lieben. Zusammen als Team interagieren. Zusammen als Team herausfinden, was Sache ist. Wenn wir das nicht herausbekommen, gibt's keinen Ring. Eli, also Stand jetzt schuldest du mir gefühlt 3 Eheringe, einen Monat Wohnung putzen. Und was hat er gestern noch mal verloren, Chat? Ich hab's schon vergessen. Eine Woche Wohnung putzen und was noch? Da war doch noch was. Warum schmierst du dein Handy jetzt mit Desinfektionsmittel ein? Scheiße. Gut, gehen wir rein. Ich bin aktuell noch im Urlaub, bisschen am Relaxen, Freunde, ihr wisst doch. Hör dir das doch mal an. Achso, ja, ich habe keine Kopfhörer. Ja, da. Wusste ja gar nicht. Hier, ich bin ein krasser Streamer, ich habe mittlerweile so ein Setup, das 2 Leute. Danke. Wurde ja auch mal langsam Zeit. Lux und Fipsi, danke für die Subs. Wie es ist, man muss auch mal ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen. Vor allem, weil jetzt so geile Sachen geplant sind. Es sind sehr, sehr crazy Sachen geplant. Ich sag nur so viel, das letzte Quartal wird absolut verrückt. Es wird so geil. Wenn ihr da auch selbst bei vielen Projekten mitwirken wollt oder auch allgemein nichts verpassen wollt, dann folgt mir dafür gerne auf Instagram. Nahim Sky heiße ich da. Und ja, es ist richtig geil geworden. Und ja, Freunde, was haben wir heute gemacht? Heute haben wir gedreht, erkenne das Ehepaar. Das heißt, alle Paare haben uns angelogen, bis auf ein Paar. Das war das echte Ehepaar. Gemeinsam haben wir das Ganze mit einer richtig geilen Jury gedreht. Die Jury war absolut crazy. Es hat so viel Spaß gemacht, der Dreh allgemein. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht kurz rum, sondern diese Special Jury einmal bitte raus! Ey, den kennen wir doch. Monte! Ja, Monte, ich wollte schon sagen, ich war auch gerade beeindruckt. Der Mann ist bei der Erkennung des Ehepaar. Monte sieht so aus, als würde man nicht mit ihm spaßen wollen. Rein geht's. Oh mein Gott! Servus. Servus. Wie geht's? Alles gut? Alles gut, ja. Moin. Servus, Evan. Moin. Alles gut? Ich hab einen Hunger, muss ich sagen. Hunger hast du? Ja, mein Sandwich ist weg. So einfach. Jungs, wie geht's euch? Geht's euch gut? Tut mir leid, mein Essen ist jetzt gerade erst gekommen. Ja, alles gut, alles gut. Gönn dir, gönn dir. Mach ich, ja. Ich gönn mir einen Gönner-Tee. Mach das. Ja, Rudi, alles gut, ja. Ne, Jungs, wir drehen heute Erkenne das Ehepaar. Mhm. Das heißt, wir haben heute ein Ehepaar hier. Die anderen lügen uns eiskalt an und sind keine Ehepaare. Ja. Das wird sehr, sehr spannend. Mhm. Holle, du bist ja nicht verheiratet, ne? Ne, ich bin nicht verheiratet. Ich dachte immer, du wärst verheiratet. Ne, Ivanio ist verlobt. Stimmt. Ja, ich bin verlobt, genau. Ivanio ist ja verlobt. Ja. Ja, und ich dachte, das Thema passt. Hm? Lass uns weitergucken. Auch sehr gut zu Monte, weil Monte bringt ja auch immer ein Liebes... Ja. Meinst du, seine Verlobte hat für ihn auch im Müll gewühlt und nur einen Lockerast gesucht? Ich glaube, seine Verlobte hat nicht die Ficklocke überhaupt weggeschmissen. Da fängt es an, okay? Sie hat die Ficklocke nicht weggeschmissen. Ja. Gut. Die Locke der Schande, das hat die Locke hat einen emotionalen Wert für mich. Ja, verstehst du das? I get it. Es kann mir kein Geld dieser Welt wieder zurückgeben. Ach, Digga. Durch die lernt man auch echt viel. Nö, nee, eigentlich nicht. Wie muss man sagen, so? Was so Thema Liebe angeht? Du hast ja auch schon einige Erfahrungen gemacht. Schlechter, ja. Oh. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Teilnehmer heute. Ja, ich bin gespannt, ob die alle einen Ring tragen oder ob ihr das abgenommen habt. Wie Achmed das gestaltet, ja. Ja, ich bin auch echt gespannt. Okay, nee, dann würde ich sagen, schlagen wir gar nicht kurz rum. Ja, hol die mal rein, ja. Aber bitte rein! Panzi, dann wäre es am 19. Ja? Nicht. Niemals. Ich glaube, die dritten könnte sein. Nee. Der sieht ein bisschen unglücklich aus. Hinten? Die könnten es sein. Sie sieht aus, als hätte sie die Kontrolle und er so scheiße, heute muss ich wieder Geschirr spielen. Wobei, die ersten könnten es auch sein, jetzt wo ich sie so gesehen habe. Wir müssen darauf gucken, wer am unglücklichsten aussehen, weil der ist, die sind es dann. Was ist deine Vorstellung von einer Ehe? Nee, jetzt mal ehrlich. Du musst gucken, welche einfach ein eingespieltes Team sind. Also, wer da am unglücklichsten aussieht, der ist es. Stopp mal.
Würdest du sagen, eine Ehe würde dich unglücklich machen? Das war doch nur ein Joke, um die Stimmung hier aufzulockern. Guck mal hier, viele Lachsmilies im Chat, haha. Neue Zuschauer denken sich, ah, geiler Joke, cool. Ich glaube, ich schmeiße diese Locke morgen wieder. Lass ich einen Follow da, lass ich einen Sub da. Nicer Joke. Ich schmeiße diese Locke wieder in Müll, aber diesmal in Restmüll. Nicer Joke. Zum Glück hat Haki das nicht in die richtige Tonne geworfen. Lass die Picklocke entfrieren. Ehrlich. Basti, danke für deinen Sub. Ja, danke. Oh, die sehen alle gut aus. Ja, das ist so einfach. Ich will die Story hören. Alles süße Pärchen. Die ersten können es auch sein. Ich nehme meine Meinung zurück. So, spannend. Was sagt ihr? Erster Eindruck? Auf jeden Fall ein ganz anderes Klientel als gerade bei der anderen Folge. Ja, ganz anders, ja. Ja. Könnt ihr mal so eure Hand heben, alle? Ja, wer hat einen Ring? Wer hat keinen Ring? Guck mal, die links haben Ring, die rechts, da hinten, okay, die beiden nicht. Mit hat keinen Ring. Kein Ring. Die da hinten aber auch nicht, glaube ich, links in der Ecke. Ring? Ja. Dieses. Ich sehe es doch. Der hat ein bisschen Augen. Aber der er trägt den Ring auf der anderen Seite. Sie trägt ihn auf der rechten, er auf der linken. Macht man es so, oder was? Wenn eigentlich verlobt ist, glaube ich, weiß ich nicht, aber verheiratet eine Seite, verlobt eine Seite. Okay, okay. Da, die haben es beide an der gleichen. Die letzte? Verheiratet ist links, verlobt ist rechts, glaube ich. Oder was meint ihr, Chat? Okay. Boah, die sehen auch sehr gleich. Guck mal, das ist ein Verlobungsring und da drüber ja, der Ehering. Das Ding ist, ich meinte ja erst, die sind es nicht, aber als ich gesehen habe, wie die Händchen gehalten haben, dachte ich mir, die müssen es sein. Okay, okay. gut, dann kann sich das erste Ehepaar vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Ja, sieht verheiratet aus irgendwie. Ja? Ja. Hi, mein Name ist Selina, ich bin 24 Jahre alt. Aber sie ist so jung. 24 älter geschätzt, viel älter. Hi, ich bin Martin, ich bin 28 Jahre alt. Hätte ich auch älter geschätzt. Und wir sind seit dem 16.12.21 verheiratet. Okay. 16.12.21, war es nicht Corona-Zeit? Und? Naja, wie willst du denn heiraten während Corona? Da dürfen ja nicht mehr als gefühlt 5 Leute in einem Raum sein. Ja, und wenn die sich da lieben? Das ist kritisch, weil du willst ja Gäste haben auf deiner Hochzeit. Oder haben die nur Standesamt zu zweit geheiratet? Minus 1 und plus 1 übrigens raus. Okay. Wer hat wem den Antrag gemacht? Ich habe ihr den Antrag gemacht. Wo? Zu Hause bei uns auf der Terrasse. Okay. Wie hast du es eingeleitet? Ihr Bruder. Wir einfach essen alle. Alles vorbereitet mit seiner Frau und quasi draußen auf der Terrasse. Alles schön romantisch, Kerzenlicht, Rosen. Süß. Und wie lange wart ihr davor zusammen? Wir sind seit dem 28.05.2020 zusammen, also wir waren ein Jahr zusammen. Nach einem Jahr habe ich ihr den Antrag gemacht. Boah, ach, nach einem Jahr hat er das gemacht. Es gibt Leute da draußen, die warten 9 Jahre plus. Also ganz kurz mal. Ich sag, ein Jahr zusammen, dann direkt Antrag mit 28 und sie ist 24. Das heißt, er hat sie kennengelernt mit 23. Ne, warte mal. Sie ist jetzt 24. Schon risky so, ne? Das ist das Jahr 2023. Das heißt, sie hat mit 22 geheiratet und sie hat sich dann mit 21 kennengelernt, 22 geheiratet. Weiß ich nicht. Ging ja schnell, ne? Warst du so sicher? Ja, also wir haben tatsächlich auch seit dem ersten Tag eigentlich zusammen gewohnt. Ich bin damals zu ihr gezogen, sie hat alleine gewohnt, 3-4 Monate. Das wird eine ganz harte Reaction, ja? Wenn sie lügen würden, dann würden sie es ja so glaubwürdig wie möglich machen. Dann würden sie ja nicht sagen, ja komm, wir haben nach einem Jahr geheiratet. Dann würden sie sagen, hey, wir sagen, wir kennen uns seit 2012. Ja, gute Frage. Und dann haben wir uns quasi eine eigene Wohnung geholt. Ja. Okay. Wer die Hosen an? Kommt drauf an, was für ein Thema. Gute Frage. Und Kind kommt auch bald? Ist zweite, genau. Oh mein Gott. Sie sind's. Sie müssen es doch sein. Also das wäre schon, das wäre krass. Aber Moment mal, seit wann sind die verheiratet? Seit 2021. Das ist das zweite Kind. Vielleicht haben sie auch geheiratet und dann, weil sie schwanger war oder so, wer weiß. Sie könnte die Freundin vom Gotti sein. Ja. Eins, genau. Okay. Also ein Sohn, jetzt kriegt er noch einen Bruder. Wie alt ist der? Der ist jetzt ein Jahr und 4 Monate sind es. Und der heißt? Wie Milan. Süß, dass er sie angucken musste. Kam aus der Pistole geschossen, okay. Moment mal, stopp. Melina, ich kann... Es tut mir leid, aber er hat gesagt ein Jahr und hat sie angeguckt und sie hat 4 Monate... Verstehst du? Spur zurück und achte, wie die beide gleichzeitig sagen, dass das Kind ein Jahr und 4 Monate ist. Ja, Milan Dien. Wie alt ist der? Der ist jetzt ein Jahr und 4 Monate sind es. Und der hat... Ja, das heißt doch, dass sie die Wahrheit sagen. Was? Milan. Milan Dien. Okay, kam aus der Pistole geschossen, okay. Okay. Ja, dann dankt euch erstmal, dann machen wir erstmal mit den nächsten weiter, bitte. Hallo.
Hallo, mein Name ist Lara, ich bin 26 Jahre alt und das ist meine Frau. Hi, mein Name ist Chiara und ich bin 23 Jahre alt. Warum tragt ihr keinen Ehering? Tun wir. Aber um die Kette. Kette, okay. Ich arbeite als Erzieherin und das ist halt schwierig. Ich habe halt immer Angst, dass ich den verliere und darum die Kette. Was hat der Job der Erzieherin damit zu tun, ob man den verliert oder nicht? In der Krippe, die Kinder die ganze Zeit okay. In den Händen. Okay. Man muss ja auch Windeln wechseln, das ist nicht so angenehm mit einem Ehering. Ja. Wer hat wem den Antrag gemacht? Ich habe den Antrag gemacht, ihr. Das war im Dezember. Wir waren im Skiurlaub und ich habe ihr auf so einer Skianlage tatsächlich den Antrag gemacht. Aber du hast das Datum nicht gesagt, welcher Tag? Das war der 3. Der 3. Dezember. Okay. Seit wann darf man denn das gleiche Geschlecht? Ich habe was richtig Gutes. Die Leute, warum lachst du? Ja, sag mal. Also meine Eltern haben das so gemacht, die haben ihren Heiratstag in den Ring eingraviert. Und was hat das jetzt dazu? Naja, wer lässt sich denn für so einen Fake einen Goldring gravieren? Dann sollen sie ihre Gravierung zeigen. Echt? Boah, gute Frage. Seit 2016. Ich wüsste das nicht. Das wüsste ich auch nicht. Also ich weiß es ungefähr, aber ich hätte gedacht, schon 20 Jahre oder so. Nee, durfte zu früher nicht. Ja. Merkel hat halt so eine Ansage gemacht, es war irgendwie. Das war im Oktober 2017. Genau, und dann haben die das erlaubt. Und was bewegt euch? Also nicht, dass das was Verkehrtes wäre, aber hattet ihr vorher andere Partnerschaften schon mit Männern und habt euch da, also ist das die erste Beziehung, wo ihr Frau oder, also wart ihr schon immer lesbisch? Luffy vor einem Jakob und B-Jumper dafür die Saps. Also ich glaube tatsächlich, dass, weil sie weiß, wann das gemacht wurde mit Oktober 2017, vielleicht hat sie vorher recherchiert, aber kann sein, dass es auch wirklich ein Paar ist und nicht verheiratet ist. Weißt du, was ich meine? Glaube ich auch, weil die sehen beide noch so jung aus. Und das mit dem Ring, maybe, mit dieser Kette, kann sein. Wie ist das? Also ich war tatsächlich schon vorher schon lesbisch. Hm? Ich war in einer Beziehung ein Jahr. Mach mal Pause, weißt du, was ich nicht checke? Wir sind bei Minute 6. Ich weiß, es tut mir leid, aber wenn du Erzieherin bist und die Kinder an deinen Fingern spielen und du Krippenkinder hast, dann hast du sie auch oft auf den Arm und die können genauso gut an deiner Kette ziehen. Das macht für mich halt als... Weil ich ja auch in dem Bereich arbeite, das macht für mich keinen Sinn. Und hatte vorher auch keinen Mann gehabt. Das war tatsächlich meine erste Beziehung auch. Genau. Ich hatte vorher 3 Beziehungen, alle mit Männern. Und ja, sie hat mich halt dann vom Gegenteil überzeugt, wenn man das so sagen kann. Ist auch okay. FEO und Will Fistos, danke für das. Habt ihr Kinderwunsch oder? Also, ich eher nicht. Sie versucht mich zu überreden, aber bisher möchte ich das eher nicht. Okay, warum? Es ist zu viel gesagt, wenn ich sage, also ich habe auf Arbeit genug Kinder und ich weiß nicht, also als Erzieherin sagt man immer so, okay, man hasst Kinder, obwohl man mit ihnen arbeitet, aber ich brauche jetzt erstmal keine eigenen. Okay, ja gut, dann dankt euch erstmal, dann machen wir erstmal mit den nächsten weiter, bitte. Man hasst Kinder. Ich glaube, das hat sie nur falsch formuliert. Fabian, danke schön. Bitte. Aber es macht für mich keinen Sinn, dass sie dann eine Kette trägt mit dem Ring, weil das ist noch schlimmer. Guck mal hier, wie sieht's hier aus? Hi, ich bin der Erik, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Hannover. 27? Hi, ich bin die Tatjana, ich bin 25 Jahre alt und ich komme auch aus Hannover. Mhm. Und ihr seid ein Ehepaar? Genau, seit letztem Jahr. Und davor, wie lange wart ihr zusammen? Wir sind seit dem 18.07.2020 zusammen. Okay, ich habe eine Frage an ihn. Also, was ist dein Kosename für sie? Schatz oder Baby oder... Babe. Warum fragt keiner, was sie für eine Hochzeitsfrisur hatte, wie das Kleid aussah? Baby. Manchmal halt auch leider russische Namen, zum Beispiel Kiska, so sagt so Kätzchen. Naja, eigentlich heißt Koschka. Ja, oder Kisa, so, das ist ja diese Verweiblicherung, also dieses Versüßlichere. Oh, okay. Habt ihr mit Ehevertrag geheiratet? Nein. Warum? Unseres Erachtens ist... Das ist ja so, dass man einen Ehevertrag ja braucht, wenn man vermögend ist oder irgendwas hat, was man später, ich sage jetzt mal, wenn man sich scheiden sollte, aufteilen kann. Aber dadurch, dass ich in die Ehe nichts mit reinbringe und sie genauso wenig, haben wir gesagt, brauchen wir keinen. Okay, und was ist, wenn du sie jetzt... Was findest du daran jetzt so witzig? Nein, ich guck nur, ich bin doch nur am Gucken, also... Brauchst keine Sorgen machen, gib keinen Vertrag, ich vertraue dir. Ich habe auch was zu verlieren, tu mal nicht. Ich vertraue dir, mach dir keine Sorgen. Geht's los, hä? Verheiratet, ein Jahr später?
Liebst du mich nicht mehr? Und sexy Cola ein, oder was? Ja, genau, so mache ich das. Nein, ich mache nur Spaß. Ich mache nur Spaß. Melina ist nicht so chill. Wenn man vermögend ist, sollte man also, dann wird alles 50-50 geteilt und dann kann man ja immer noch im Nachtrag, ich sage jetzt mal, das vertraglich auch so niederschreiben. Okay. Was sagst du dazu? Weil jetzt lass uns doch mal auf das Video reagieren. Was sagst du zu 50-50? Passt 50-50. Passt bei uns auch 50-50. 50-50 passt. Soll ich mal was richtig Süßes sagen? Okay. Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so wie ich dich kenne, dass du jemals sowas machen würdest. Oh. Also wenn du mich verlassen solltest, wovon ich nicht ausgehe, was ich nicht vorhabe, aber gut, dann würde ich sagen, du würdest das nicht machen, obwohl es dir... Nein. Hast es nochmal gerettet. Mm. Wobei ich glaube, du würdest mir alles wegnehmen. Wieso soll ich dir alles wegnehmen? Genau, soll ich nur wegnehmen? Spaß. Schreckinelle Familie mit El Bundy, mal noch ein bisschen zu gucken. Bitte? Die Serie, eine Schreckinelle Familie mit El Bundy. Oh oh. Der macht den Ehevertrag. Hallo? Hi, habt ihr gefunden oder soll ich vorbeikommen? Ich hab die Fake-Locke. Okay. Okay, gut. Viel Spaß dabei. Danke. Bis morgen. Ciao. Aber wie lieb ist er bitte, dass er anbietet, im Müll nach der Locke zu suchen, ohne Spaß. Das ist emotionaler Wert. Ich finde das voll krass, ja. Dass Haki so lieb ist. Ja. Wir sollten es nochmal angucken. Warum? Was? Ja, oh Gott. Das Leben aufgeklärt. Wie die Ehe wirklich läuft. Ja, genau so ist es nämlich. Okay. Wie sieht denn so eine Eheschließung aus? Also, ich habe ja den Antrag am 18.07. gemacht, in 21, weil da waren wir auf Kreta. Urlaub, darf ich. Mann. Was hat dir gerade so gefallen? Meine unlustigen Schwanzmotz. Ey, ich habe mich gerade so erschrocken. Wer war das? Ahmed. Haben die das auch während des Horrorspiels gemacht? Ja, weil es Bastarde Gott, sind, ey. Deswegen. Ich habe mich gerade so erschrocken. Weil es Bastarde sind, sage ich. Hier, ich sage jetzt mal ein bisschen klassisch, den Heiratsantrag am Strand gemacht. Und nachdem wir halt wiedergekommen sind aus dem Urlaub, dann haben wir gesagt, okay, guck mal, ich krieg ein Video. Beim Standesamt, fragen mal nach Terminen an, wie sieht's denn aus, wann sind denn Termine frei? Und dann haben wir alles Weitere geplant. Okay. Ohne, dass ihr euch jetzt anguckt, welche Augenfarbe hat deine Frau? Blau, grün. Meine? Blau, grün? Ja, die wirken auch voll so, voll aufgeregt. Völlig Quatsch. Oh Gott, scheiße. Oh mein Gott. Scheiße. Boah, das war gut. Da hat's keine Scheiße. Da hat's keine Kraft, ja. Aber manchmal, ja, ich bin sehr vergessen. Oh mein Gott. Ja. Gott. Der war gut. Oh mein Gott. Der war ausgenockt. Ihre Augen sind einfach dunkelbraun. Er sagt, ich bin vergesslich. Oh, der war gut. Die gucken sich alle nochmal an jetzt schnell. Die sind's auch raus. Die mussten sich nochmal angucken, beide. Die haben sich nochmal extra angeguckt. Ja, also ihr das sollt euch da nochmal den Zettel rausholen. Ich habe noch einige Fragen vorbereitet. Ja, sehr gut. Okay, ja dann dankt euch erstmal, dann machen wir erstmal mit den hinten rechts weiter. Das kann sein. Ich glaube aber zu jung. Sie sieht so jung aus. Kann sein. Ich glaube, die ist so 22. Kann sein. Hallo, mein Name ist Karim, 28 Jahre und das ist meine Frau Jana, 24 Jahre. Wir sind seit erst Juni dieses Jahr verheiratet, davor 5 Jahre zusammen. 5 Jahre? Juni? Juni diesen Jahres, ja, vor zwei Monaten, genau. Wir haben die Pfeife in Juli und wie viele Wochen habt ihr gemacht? In Bali. Ist da das Wetter jetzt gut? Jetzt ja, davor regnerisch. Wir waren im Ende Juni bis Anfang Juli und es hat durchgehend nur geregnet. Ja, das kommt doch hin. War nicht so toll. Aber mit 24 finde ich schon sehr jung. Ja, klar, jeder wie er will, aber mit 24, ne, schon mutig auf jeden aber Fall. Aber gut, Mann. Siehst du, 24, ich bin 25. Ich auch. Also. Egal, wenn wir 26 werden, kannst du ja dann. Also ist schon sehr jung. Aber man kann sich ja auch verloben und mein Traum ist es ja, ich will ja erst mal 1-2 Jahre verlobt sein. Dann erst. Ja, und ich würde ganz gern, weiß ich nicht, Cristiano Ronaldo mal treffen, aber das ist alles hier kein Wunschkonzert.
Man muss ja auch dazu sagen, ne, wenn man jetzt das vergleicht, wir waren ja 5 Jahre vorher schon zusammen. Ne? Nach 5 Jahren Beziehung, klar, okay. Theoretisch gesehen, ist ja dann der Punkt, wenn man sich sicher ist, wo man dann auch sagt, okay, man könnte heiraten. Ich habe eine Frage dann einfach, ihr habt ja frisch geheiratet, ne? Was war das Erste, was sich geändert hat, amtlich gesehen? Boah, wir haben eine neue Steuerklasse. Ja, und was noch? Weil das kann man googeln, das ist ja nicht schwer. Neuer Name. Ja, aus welchem Amt seid ihr gegangen? Wie heißt dieses Amt, wo man hingeht, so gesagt, mit Namen? Also meinst du sowas wie die Stadtverwaltung? Nee. Das ist eigentlich sehr leicht, da gehst du wegen nicht mehr scheiße hin. Also bei uns war es so, wir sind zur Stadtverwaltung gegangen, wo wir auch wohnen, haben dann gesagt, wir wollen gerne heiraten. Nee, nach der Hochzeit meine ich. Also nach der Hochzeit, ja. Das sind wir direkt in die Flitterwochen, also direkt 2 Tage danach. Ja, und dann? Danach, wir sind, ja, also danach haben wir nichts wirklich weiteres gemacht. Nee, das ist ja Quatsch. Ja, wieso? Also okay. Man geht ja eigentlich zum Einwohnermeldeamt. Und muss erstmal viel da irgendwie scheiße machen. Ja, das ist ja was anderes. Das Einzige, was sie sich was geändert hat, ist ja eigentlich nur noch ihr Name gewesen. Ja, raus. Aber warum haben Sie das die anderen nicht auch gefragt? Raus. Und dafür musst du zum Einwohnermeldeamt gehen. Das ist bei uns die Stadtverwaltung, da gehst du hin. Ich erkenne, wenn jemand lügt. Und da ist auch das Einwohnermeldeamt. Das bedeutet, jetzt pack das Handy weg, was ist das für eine Stimme denn? Also, bedeutet, also, als wir dort hingehen. Ach du Scheiße, ist das verwirrtet. Die Freundin von Trimax schreibt, danke dir, meine Liebe, jetzt ist Eli dran. Ring-Emoji und Rakete. nein, nicht antworten. Oh mein Gott, wie toll, wie schön. Danke dir, meine Liebe, jetzt ist Eli dran. Ist das alles verwirrt? Alle unter einer Decke. Ist das krass. Barachos um M-Style, dann für die Subs. Land, jetzt steckt den scheiß Ring dran da. Die Fresse. Okay, wir gehen weiter, ja? Gezogen sind. Mussten wir dahin, auch zur Stadtverwaltung. Die haben mehrere Abteilungen und die haben dann am Ende gesagt, hier, ihr müsst zum Beispiel in den 3. Stock. Haben dann gemeldet, dass wir da und da hinziehen mit dem Mietvertrag. Und dasselbe haben wir auch gemacht, als wir geheiratet haben. Wir sind zur Stadtverwaltung gegangen und haben gesagt, wir wollen heiraten. Ja, und dann haben wir natürlich das Übliche Weiß ich nicht. Jetzt kamst du schon in die Erklärungsphase, weiß ich nicht. In welche Steuerklasse seid ihr denn gerutscht? 4-4. Also bei uns hat es sich nicht wirklich gelohnt, was zu ändern. Ich hab noch mal eine kleine Idee. Ne? Kannst du einmal zu uns hier nach vorne kommen? Okay. Hau mir mal bitte das Geburtsdatum, sprich den Geburtstag deiner Frau hier rein, ohne ihn natürlich zu sagen. Sehr gut, das ist gut. Das ist aber einfach, das ist das Erste, was ich fragen würde, wenn ich faken würde. Was ist Geburtstag? Aber das sind das weil die ich kenne nur 3 Geburtsdaten, kennen das ist sich mein nicht, Sohn, ne? Meine Frau. Ja, aber die können auch das vorher abstecken. Vielleicht noch eine andere Frage. Kann ich sagen, ich gehe zum Beispiel mit meinem besten Freund dahin? Ja. Und fake das, weil das wäre ja dann anders, als wenn es 2 random Leute sind, die sich an dem Tag... Ja, aber da können ja auch Paare hingehen. Mm. Verstehst du? Also wir zum Beispiel. Wir würden da einen aufspielen. Aber bei uns weiß ja jeder, dass sie nicht... Ja, aber wir würden da einen aufspielen da. Mm. Die würden das nicht checken. Ja, lass mal gucken, was er schreibt. Das schmeckt übrigens richtig lecker. Mhm. Ja. Wann bist du geboren? 14. Januar 1999. Ja, ist richtig. Ja, okay, aber von meiner Freundin... Scheiße, bin ich alt, Digga. Aber was sagst du, dann kam die ein bisschen schwanken? Ich kann mir vorstellen, dass sie zusammen sind. Ja, also zusammen kann ich, glaube ich, euch. Eine gewisse Zuneigung von den beiden ist auf jeden Fall da, aber ob die jetzt geheiratet haben oder nicht... Ja, das ist die Frage. Das macht uns natürlich, wir haben ja am Anfang gedacht, dass wir hier ein Ehepaar haben und die anderen sind einfach nur zusammengewürfelt. Dadurch, dass jetzt aber viele Leute auch, oder jeder auch ein Paar sein kann und wir nur das Ehepaar raussuchen müssen, das macht das extrem schwer. Mir fehlt dieser Hochzeitszauber bei den beiden. Ja, aber ist auch wiederum gut, weil so können wir mehr auf die Hochzeit Fragen eingehen. Genau. Und, ja, mir auch. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir mit den letzten einmal bitte weiter. Das war so mein erster Gedanke, dass die beiden vielleicht das... Ich habe einen verrückten Call. Aber die tragen auch keine Ringe. Ich habe einen verrückten Call. Ja. Ich muss dich auf muten. Wie die Hallo? Sich im Hintergrund gerade angeguckt haben. Siehst du das? Ja, wow. Das ist nicht gespielt, glaube ich. Das ist stark von dir, starkes Auge. Das war wirklich gut. Das ist es. Ja, ja. Hallo, ich bin Jessie, 23 Jahre alt und das ist mein Mann Erin, der ist 25 Jahre alt. Und wir haben geheiratet im November und wir sind aber schon 7 Jahre zusammen. Oha. Genau, und seit 9 Monaten ungefähr, ja, verheiratet. Und wir haben uns
für unsere Ehe entschieden, obwohl unsere Familien dagegen waren. Mhm. Okay. Erklär gleich mal, warum waren eure Familien dagegen? Weil wir zwei verschiedene Kulturen haben. Also ich bin Deutsch und mein Mann ist Türke. Und Moslem. Und ich bin Christin und ja, ach, unsere beiden Familien waren dagegen, dass wir überhaupt zusammen sind. Darf man fragen, wie ihr geheiratet habt? Dann christlich oder islamisch? Standesamtlich nur. Okay. Wir haben uns dafür bewusst entschieden. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern du muslimisch aufgewachsen bist, aber ich kenne ja die Kultur sehr gut und das kann da schon richtig knallen, wenn ein Moslem mit einer Christin zusammenzieht. Moment mal, stopp mal. Ein muslimischer Mann darf eine nicht-muslimische Frau heiraten. Nur umgekehrt nicht. Oder Chat, kann da irgendjemand, ist das nicht so? Aber zusammen heiratet, wie ist da der aktuelle Stand? Wird das jetzt toleriert oder? So, als wir zusammenkamen, das war 2016, so, dann ja, habe ich das mal in meiner Story gepostet auf Instagram. Meine Mutter hat darauf reagiert. Wer ist das? Du weißt, du sollst nicht mit einer Deutschen zusammen sein, Christin. Dann habe ich erstmal mehr was angehört. Okay. Ich war halt dann noch in der Ausbildung. So. Das war halt sehr viel für mich. Ich habe gesagt, dass ich sie halt so liebe. Aber sie meinte, das akzeptiert sie nicht. Guck mal, deine Geschwister haben auch alle Moslems und Muslimen geheiratet. Ja, und jetzt... Er ist nervös, ne? Jetzt akzeptiert sie ja immer noch nicht. Krass. Das Ding ist, bei meinen Eltern ist es ja auch so. Also mein Papa ist ja Moslem, meine Mutter ist Christin. Ah ja? Und da war bis jetzt noch nie irgendwas. Aber also es kommt natürlich immer von Kultur, also wie streng wird der Glauben ausgelebt, aber ich sag mal, also ein Moslem, der sehr stark mit seiner Religion verknüpft ist und auch sich sehr stark an den Koran hält, hatte damit definitiv ein Problem. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Doch, ich weiß es. Mein Papa ist nämlich sehr streng eigentlich sogar. Aber er hat Aber gut, hat er christlich geheiratet denn auch? Nee. Das ist eben das Ding. Das würde ich dich nämlich auch fragen. Wie kam es dazu, dass du denn gesagt hast, wir machen es nicht auf muslimische Weise, sondern eben auf die christliche Weise? Das ist ja nochmal, ihr hättet ja auch so euch trauen können auf deine Art irgendwie. Ja, ja, der Joe, das wir kennen uns schon seit 2012 offiziell. Mhm. Also sie war 12, ich war 15. Wir waren kleine Butchis. Wir waren im Jugendzentrum, da haben wir uns kennengelernt. Da hatten wir schon so eine kleine Beziehung. Butchis, also, so, jetzt hörst du es. Aber 12 und 15 sind schon... Nee, hör mir zu, Er, Monte, sagt auch immer Butchis. Zu kleinen Kinder, Butchis. Kleiner Butchi. Hab ich noch nie gehört. Ja, hab ich auch noch nie gehört. Und das ist nämlich auch der Call, warum ich schon im Leben bin. Noch nie in meinem Leben habe ich jemanden gehört, der Butchis sagt. Und er ist Monte-Fan. Er ist Monte-Fan, steht davor. Ihm rutscht sein Herz fast in die Hose, weil er vor ihm steht und ihn oft guckt und immer im Internet gesehen hat und jetzt nervös ist. So, sage ich. Fühle ich, sage ich. Plus eins. Cello. Deswegen bin ich der beste Crewmate. Und dann hatten wir 2 Jahre keinen Kontakt mehr, weil einfach es hat nicht gelaufen. Und 2016 habe ich sie wieder getroffen in der Bahn, habe sie angesprochen, habe nach der Nummer Nardo, danke für deinen Tipp. Aber wenn du jetzt Moslem bist, was wäre denn die Lösung gewesen, dass deine Eltern damit einverstanden gewesen wären? Also es gibt keine Lösung bei meiner Mutter. Es gibt Lösungen. Sie ist halt sehr dran, dass ich eine Türkin heirate, weil ich Türke bin. Sie ist halt da sehr gefangen. Aber eine Lösung, wenn ich vorwegnehmen darf, also ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber eine Lösung wäre definitiv gewesen, wenn, also ihr hättet heiraten können, rein vom Glauben auch, wenn sie dem Koran beigetreten wäre. Ja, das definitiv, aber... Wir haben halt uns die meinte, sie will nicht zum Islam kommen. Ich habe es akzeptiert und ich habe. Die meinte. Ich glaube, die sind nicht. Ich glaube, sie sind das nicht tatsächlich. Was denkst du? Ich auch nicht. Die meinte. Die meinte. Was mir auch gefallen ist, sagst du zu deiner Freundin die? Ja, nee. Zu deiner Frau. Die meinte die. Du hast mich mal Dicker genannt jetzt. Ja, weil ich immer zu denen. So, das ist aus Versehen. Ja, also was er sagt, 100%. Hat er die gesagt? Hat er die gesagt? Weißt du, du sagst doch nicht, sprichst deine Freundin mit die da. Hey, ich kann das gerade so ein bisschen. Ich habe gerade meinen Bahnhof kennengelernt. Also es gibt ja auch, es kann ja auch sein, dass ihr gar nicht zusammen seid, aber das wirkt gerade echt ein bisschen random, so ja die. Okay, aber gut. Ich wollte darauf nur auf die Frage auch nochmal mit eingehen. Klar. Mit dem Konvertieren. Wir haben uns so kennengelernt, also ich war Christ und er war Moslem und das stand nie zwischen uns. Aber im Endeffekt haben wir gesagt, warum sollen wir uns ändern? Wir haben uns doch ineinander verliebt, warum sollen wir irgendwas ändern, damit wir heiraten können oder damit wir überhaupt zusammen sein können? Da ging es ja noch gar nicht um Heirat. Tut mir mal bitte angefangen, mach mal beide die Arme runter so. Welche Uhr trägt deine Frau? Welche Uhr? Welches Armband trage ich? Keine Ahnung. Denk nach. Was ich dir geschenkt habe, auf jeden Fall nicht, weil du es verloren hast, weil du mich nicht liebst. Ja, sag mal.
Das müsstest du kennen. Du hast mir sogar gesagt, dass es schön ist. Ach ja, das hat dir deine Oma oder Tante geschenkt. Ja. Ja, hä? Ja. Pff, kann vielleicht, was trage ich für eine Uhr? Gar keine. Und an deinem rechten Arm trägst du das Armband von Willi. Und das hat drei Kreise. Einen silbernen, einen goldenen und einen bronzefarbenen. Und zwei Knoten an der Seite. Ja, weil du das immer... Kannst du es mir zumachen wieder? Ein bisschen länger? Gut gespielt. Gebe ich dir. Gut gespielt. Ja, du hast voll oft andere Armbänder. Ich habe nur das an. Oder das, was du mir geschenkt hast. Ich bin nicht so der Schmucktyp. Nur wenn der Schmuck für mich eine Bedeutung hat. Gut. Wie zum Beispiel. Und wo ist die Kette? Wo ist der Elefant, den ich dir geschickt habe? Du hast mir keinen Elefant geschickt. Marienkäfer? Habe ich zu Hause. Also. Ja, weil das Armband und ja, was für eine Uhr hat deine Frau ums Handgelenk? Eine silberne Uhr. Aber, und die Marke eventuell noch? Die weiß ich leider nicht. Ist das nicht? Also eine Apple Watch, das merkt man sich okay, doch. Okay, cool, ja, schwierig. Auch so die gesamte Benji und UX, danke für die Primes. Eltern dagegen sind wegen christliche Freundin. Nee, das hat schon alles schon gegeben. Also das, ja, aber dennoch heiraten auf Christi und nochmal einen Genickschuss geben. Das ja, wenn du verliebt bist, bist du verliebt. Dann ist, wenn, manchmal stellt sich die Liebe, denkst du, ist mehr als das, was deine Eltern... Also, sehr wenn, schön gesagt. Sich gegen die Familie zu stellen, irgendeine Heirat ist schon... Aber ganz kurz, das mit der Uhr war... Also das, ja, aber dennoch heiraten auf Christi und nochmal einen Genickschuss geben. Das ja, wenn du verliebt bist, bist du verliebt. Dann ist, wenn, manchmal stellt sich die Liebe, denkst du, ist mehr als das, was deine Eltern. Also, ne, aber ja, sich gegen die Familie zu stellen, irgendeine Heirat ist schon. Aber ganz kurz, das mit der Uhr war gerade gut, weil das ist ja eine Apple Watch, oder nicht? Ja. Ja. Das weißt du doch, safe. Ja, das ist das Gefühl, ihr seid nicht mal zusammen. Wenn man verheiratet ist, das weiß man. Ja, dieses Steve fand ich auch sehr gut. Ja, bist du noch strenggläubig? Also, was soll man zu streng sagen? Ich bin halt gläubig. Wenn ich strenggläubig wäre, wäre ich jetzt nicht mit dir zusammen wahrscheinlich. Oder ob du das bist, weiß ich nicht. Ja. Es geht, liegt ja an meinen Eltern. Okay. Ganz kurz, habt ihr schon mit den Eltern, wahrscheinlich, ihr habt schon Gespräche geführt miteinander, nehme ich an, oder? Ja, wir haben gesprochen, also bei meinem Mann war das ein bisschen anderes Gespräch, sage ich mal. Okay, das wollte ich nur wissen, dann gib ihm mal kurz das Mikro, bitte. Die sind's nicht, die beiden Mädchen sind's nicht, die von gerade eben, wo der meinte, die hat blaue Haare, sind's auch, blaue Augen sind's auch nicht. Die so. Sind's nicht, ich glaube, die drei sind's 100% nicht. Die drei sind's 100% nicht. Komm, komm mal kurz her. Haben wir so in die Mangel genommen, ne? Schreib mir mal jetzt bitte die Namen von den Eltern auf. Bitte gut. Wie heißen meine Eltern? Ja, ich weiß es. Vor- und Nachnamen. Ja, ist gut, du bist ein guter Mann. Okay, vielleicht doch zusammen, aber weiß ich nicht. Petra, Alfred. Balenciaga. Ist auch. Paschi, wie heißen deine Eltern? Petra und Alfred Kesper. Oh. Ja gut, das sind halt Dinge, die man im Vorhinein, wenn man Schauspieler möchte, was ich jetzt nicht unterstelle, vorher halt sich eintrichtern. Ne? Für 500 Euro würde ich es auch machen. Ja, für 500 Euro würde ich auch ganz andere Sachen machen, du. Nur noch mal fürs Vertrautheitsbild. Schau mir euch mal an. Was für ein T-Shirt hat dein Mann heute an? Was steht da drauf? Ein schwarzes T-Shirt. Hat der ganz links dasselbe Tattoo wie Monte? Ja, so als Witz. Ah, ich dachte die Marke. Kalkani? Na, okay. Oha! Ja. Ich weiß es. Oha! Ich bin mir nicht sicher. Das kann man aber auch verschaffen. Nein. Balenciaga kenne ich auf jeden Fall. Das ist ein riesen T-Shirt. Vorne und hinten ist das Logo drauf. Er hat heute sein bestes T-Shirt angezogen hierfür. Dann wird sie das auch wiedererkennen, theoretisch gesehen. Weißt vor allem, du, als Paar macht man sich auch nicht vorher fertig gemeinsam und so. Und guckt. Ja, hey. Und so ein Balenciaga-T-Shirt, ich gehe nicht davon aus, dass du es in die Türkei geholt hast. Kostet ein paar hundert Euro, mehr 100 Euro. Dann sollte man das zumindest. Ich versuche nur, ne? Gewisse Indizien. Er trägt auf jeden Fall eine Kalkani-Jacke. Die habe ich heute schon genug. Die sehe ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Wo ist denn der Ring? Wir haben keinen Ring. Dadurch, dass wir haben ziemlich schnell geheiratet. Also es war, wir haben uns dazu entschieden, haben uns beim Standesamt angemeldet und haben gesagt, wir möchten den schnellstmöglichen Termin haben. Aber warum denn so auf Druck? Warum so schnell? Ganz kurz, den Ring macht man doch, also kriegt man, normalerweise macht man ja den Antrag. Und hat den Ring schon dabei, oder nicht? Wir haben den Antrag nicht gemacht. Also das muss ich aber dazu erzählen. Mann, ja, wirklich, erzähl's deinem Friseur. Ja. Kein Ring, da ist ja gar nichts. Da ist ja überhaupt nichts. Erzähl's nicht mir, erzähl's dem Friseur. Ihr seid nicht verheiratet. Wir haben 6 Jahre, also fast 7 Jahre, mussten wir unsere Beziehung geheim halten. Und mein Mann hat zu der Zeit schon zum Glück auch alleine gewohnt. Aber wir wollten einfach endlich diese Beziehung haben, haben gesagt, okay, ich möchte gerne zu ihm ziehen. Und jetzt kommt ihr zu Naim Sky und erzählt in aller Öffentlichkeit, dass ihr zusammen seid. Nein, also unsere Eltern wissen das auf jeden Fall schon. Also wir haben ja vorher auch drüber gesprochen. Und wir wollen diese Message einfach vergeben, dass Liebe kennt keine Religion, keine Nationalität. Und das sollte es auch. Das ist eine schöne Message. So, jetzt darf ich hier im Stream als Dortmund-Fan auch endlich mal nachtreten nach den letzten Tagen.
sagen. Palinja und Bella Kotschop geplatzt. Ersatzlos Pavard und Gravenberg verkauft. Wunderschön sowas auf dem Freitag. Liebe Grüße aus der Schweiz. Weiter so, Cello. Dankeschön, Nico. Hey, BVB. Ja, ich glaube, die sind raus. Ja. Er ist sehr sympathisch, er ist ein großer Riese mit Babystimme. Ich mag ihn sehr gerne, sehr sympathisch auf jeden Fall. Aber ja, gewisse Indizien, also man hat ein, zwei Kandidaten, wo man sich von, die unauthentischer rübergekommen sind. Ich würde mir wünschen, dass sie glücklich miteinander sind, weißt du, wie ich meine? Und dass sie, ne? Deswegen, ihr wirkt nicht wie so ein Ehepaar. Ich glaube, wenn man erst recht so lange zusammen... Also, ich kann es dir jetzt sofort sagen. Raus. Hier, die sind es sofort. Ich meine, entweder die hinten, rechts, ganz wahrscheinlich, oder die, nein, eigentlich, entweder die da. Die müssen, hier, muss. Oder die davor halt. Die vielleicht, maybe, aber, also, die beiden hier, wobei zu 80% hier. Ich meine, und dass sie, ne? Deswegen, ihr wirkt nicht wie so ein Ehepaar. Ich glaube, wenn man erst recht so lange zusammen, also jetzt kann man vielleicht sagen, Lotto und Fokus Kawa, danke für die Zeit. Wenn man so lange zusammen ist, dann entwickelt man ja auch so gewisse Gemeinsamkeiten, weißt du? Und ich finde, allein an Körpersprache und so merkt man schon, ob jemand das alleine keine zusammen Chemie, ist. Keine Chemie, und ich habe das Gefühl. Stell dir vor, das ist das Ehepaar. Oh, keine Chemie. Ja, weil man muss auch sagen, bei Ehepaar wieder so dieses Verliebte siehst du denn ja nicht mehr, ne? Ja, aber ja, der Bruder ist auch sehr nervös. Ich denke, wir können uns jetzt festfahren, wir haben alles gehört. Ja, wir haben alles. Also ich persönlich, wenn ich mal ein Fazit machen dürfte, für mich wäre auch relativ schwierig. Also wenn ich jetzt einen rausvoten würde, dann würde ich, glaube ich, eher die beiden Damen rausvoten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz kurz können wir drüber reden, er wusste nicht mal, dass sie eine Apple Watch trägt. Ja, das war over. Das weißt du doch. Jungs. Ja, okay, komm. Die hat 1000 Uhren zu Hause, die kleinen, großen. Guck mal, du musst dich auch verstehen, Bruder. Sie weiß nicht, was du für ein T-Shirt trägst, dann du weißt nicht, was sie für eine Uhr hat. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also Marke haben wir nur nicht gar. Marke, okay, gut. Aber du wirst ja nicht 100 Balenciaga-T-Shirts zu Hause haben. Zwei. Mit wem war das nochmal? Wo hatten wir es nochmal mit der Augenfarbe? Das war auch bei denen. Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Das habt ihr schon wieder vergessen, Digga. Das habt ihr schon wieder vergessen. Stimmt. Ich kann sie halt beschützen. Ich hatte die ganze Zeit meine Jacke an und das war richtig mit der kalkalen Jacke. Okay, dann offensichtlich, ich sag ganz links in der Ecke, die beiden Damen. Das Damen, oh, ich weiß nicht. Also wollt ihr die Damen zuerst raus haben? Ich mach das bei denen mit der Kette. Also ich finde, von allen kam das bei denen am kältesten raus. Ja, es kommt ein bisschen. Ja, dann geben wir denen kurz das Mikro. Also ich finde, die wirkt halt einfach ein bisschen distanzierter. Die sind beide extrem hübsch. Das sind Freundinnen. Ah, okay, klar. Ich glaube auch nicht, dass die beiden verheiratet sind. Ich glaube, in meinem persönlichen Bauchgefühl sagt mir auch, dass die beiden nicht zusammen sind. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Aber ich fand von allen Auras, in Anführungszeichen, das, was ihr ausgestrahlt habt, war bei euch am meisten Kälte, fand ich. Boah. Ich hab auch noch mal eine Frage. Ihr schlaft zusammen in einem Bett? Was kommt jetzt? Nein, es kommt nichts Dämliches. Mann, was denkt ihr denn, was ich denn jetzt hier sage? Ich bin mal gespannt auf deine Frage. Haltet mal bitte beide jeweils die Hand zu eurer Außenseite neben euch, so, dass man jeweils eure Hand sieht. Eure Hand? Genau, so neben die Hüfte, genau, und die andere auch. So? Nee, so neben die Hüfte einfach. Neben die Hüfte, so dass die andere Person nicht die, also genau, einfach runter, so. Und zeigt mal, auf welcher Bettseite ihr schlaft. Ja. Zum Fenster gesehen, Fenster ist dementsprechend rechts, nicht Fenster ist links. Und auf 3, 1, 2, 3, rechts. Ja. Du links, ich rechts. Nein, ich rechts, du, ja. Nee, du hast keine Rechtslinksschwäche, oder? Ich, der Jello, natürlich am Fenster, Chat. Ja, aber es hat einen Grund, weil ich bin voll die Frostbeule und im Winter friere ich voll schnell, wenn ich am Fenster liege. Ich schlafe am Fenster, versteht ihr das? Was ist, wenn das Fenster hinter mir ist? Ja, also, Holger, scheiß drauf. Aber warte mal, kurze Frage. Nee, ihr habt eine Rückseite, das Bett steht zur Wand. So, ne? Ihr schlaft mit dem Kopf an der Wand. So. Nein. Ihr schlaft auf der anderen Seite. Am Fenster. Am Fenster, mit dem Kopf am Fenster. Okay, das ist ja gut. Nee. Das heißt, ihr seid mit dem Kopf am Fenster. Dennis, da rechte Seite. Holger, lass los, Digga. Lass los, Digga. Das ist viel zu nicht. Ihr schlaft mit dem Kopf auf der rechten Seite. Digga, halt das Maul jetzt, Alter. Da kommt ja nichts rum. Rechte Seite ist zwei mit der Hand. Die verstehen gar nichts. Du redest so schön. Scheiße. Halt dein Maul! Nee, ist es so. Wer hat das von euch verstanden bis jetzt? Ja, das sieht keiner. Das liegt einfach daran, dass das ist alle Internetleute unterlegen. Junkie, dann wird der Prime. Das macht doch völlig Sinn. Ja, für dich nur.
Aber es hat doch gar keinen Sinn mit Fenstern. Man kann einfach sagen, welche Bettseite man steht. Ja. Man zeigt nach rechts oder nach links. Also, was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Wir haben ja gesagt, dass wir finden, dass eine gewisse Kälte zwischen euch ist. Ja, dann habt ihr aber nicht im Hintergrund geguckt wahrscheinlich. Ja, doch, also, ich habe euch beobachtet. Währenddessen ihr mit den anderen gesprochen hatte, habe ich eher mich auf meine Frau konzentriert. Würdet ihr euch küssen? Ja, aber das ist ein bisschen erbärmlich so. Das ist die einzigste Art herauszufinden, ob wir Lesben sind. Ja, das kann man ja auch, ne? Schauspieler küssen sich ja auch. Ja, da Schauspieler küssen sich auch. Wir müssen jetzt hier nicht irgendwie, dass sie sich küssen. Das ist ja nur... Ja. Ich weiß nicht, Digga. Ich tue mich auch jetzt schwer, Mann. Ey, ganz ehrlich. Stinkig. Stinkig, hä? Ein bisschen stinkig. Okay. Ich finde die Linke so niedlich. Okay. Ein bisschen stinkig. Schneezwerg, dann für den Sub. Ihr hättet mich meine Frage stellen lassen sollen. Du jetzt mal. Jetzt. Gibt es denn Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlicher Ehe und Ehe zwischen Mann und Frau? Unterschiede? Ja. Nicht. Weil als das Gesetz gleichgestellt wurde und es... Lügen an. Also es ist wie sie redet. Man merkt, sie lügt. Also es ist verlügt. Ich bin hier jeden Donnerstag Among Us. Und wenn ich was gelernt habe in diesen letzten 4 Jahren, dann zittrige Stimmen in Discord. Verstehst du das? Warum spielst du eigentlich nie mit mir? Mann? Deswegen bin ich der beste Among Us Crewmate. Sie lügt auf jeden Fall. Sie ist nicht mit der Person vertraut. Mit der Situation vertraut. Ich würde einfach die Wahrheit erzählen. Du musst darauf gucken, wer am gechilltesten redet. Und hier so, guck mal, wie sie redet. Nicht. Gleichgeschlechtliche Ehe und Ehe zwischen Mann und Frau. Unterschiede? Ja. Nicht. Weil als das Gesetz gleichgestellt wurde und es erlaubt ist, dass man gleichgeschlechtlich heiraten darf, gibt es keine Veränderung. Ich habe noch eine letzte Frage und dann müssen wir an die Dame rechts. Was für ein Tattoo hat sie hier oben? Deine Ehefrau, was für ein Tattoo hat sie hier? Gut. Hallo, leg doch mal das Handy weg, wir sind hier am Machen und am Tun. Schreibt sie hier mit Isa die ganze Zeit. Mann, was machst du? Jetzt pack das Handy weg, wir sind hier am Reacten. Ich musste das kurz klären. Digga, Mutze! Bruder! Das sollte man schon wissen. Ja, safe. Was wurde gerade gesagt? Die sind raus, ich hab's direkt gesagt. Männer in Among Us. Also... Gefragt, was für ein Tattoo ist. Noch eine letzte Frage und dann müssen wir... an die Dame rechts. Was für ein Tattoo hat sie hier oben? Deine Ehefrau, was für ein Tattoo hat sie hier? Aufgeflogen. Ich weiß sogar, was du hast kein Tattoo und ich weiß sogar, was du dir, wenn du eins machen würdest, wo und was. Was denn? An deinem Fußgelenk irgendein Tier, entweder was ein Elefant oder ein Delfin. Ich will eigentlich eine Rose. Perfekt. Also schöne Rose. Ja, ich wollte mal ein Tier, aber was ist, wenn ich das dann irgendwann nicht mehr cool finde? Elefant oder Delfin? Ich will eine Wildblume. So eine, die so aussieht. Kennt ihr diese Blumen, die eigentlich Unkraut sind? Sowas möchte ich, weil das so zeigt, dass in jeder Sache was Schönes steckt. Na gut. Und dann vielleicht noch eine Welle, weil mich das an Griechenland erinnert. Na gut, aber am Fußgelenk da, ne? Was? Na, so an deinem Fußgelenk, hier. Ja. Hier so. Ja, genau. Knöchel. Bruder! Das sollte man schon wissen. Ja, safe, Mann. Ich kenne von meiner Verlobten ja auch jedes Tattoo, deswegen safe. Also, Jungs, raus. Also für mich ist das ja... Also das war eine sehr gute Frage von dir. Das ist das einzige optische Tattoo, was man sieht, wenn du top anhast. Und das sollte sie jeden Tag sehen und auch wissen, was das ist. Also, ja. Also Jungs, das war gerade das Ding. Was sagst du, Evanio, raus? Das sind so Kleinigkeiten. Genau, so Kleinigkeiten, die du auch weißt. Und deswegen gehe ich da auch mit und ich sage, ihr seid raus. Auch Klug, Knut und Milo. Ja, dann ich wieder nach vorne gehen, Digga. Ja, das kann auch sein. Niemals, Holle. Ich sag auch raus. Okay, wir sind einig. Ja. Alright, das heißt, ihr müsst einmal bitte raus. Ja. Die anderen zwei direkt hinterher und dann für mich, also es ist easy, finde ich. Krass, wieso die Bildbearbeitung und der Sound eine Situation beeinflussen. So, jetzt müssen wir das nächste Paar rausvoten. Das war so dramatisch. Für mich ist das Augenpaar raus. Wo die Augenfarbe erkannt worden ist. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Digga, also das war ein Lacher, ein Schulterklopfer, whatever. Aber ich habe das auch schon in einer Beziehung gehabt, dass mich nach Augenfarbe gefragt worden ist und ich wusste das nicht. Ich habe das auch schon gehabt. Ich weiß es nicht sagen. Das ist so ein typisches Männerding. Ja, auch in der Lang. Du hast blau-grün. Ja. Also, aber sie hat ja braun. Das macht ja gar keinen Sinn.
braun und dazu blau-grün, das ist alles völlig verquatscht. Beziehung? Ja, ja, auch in einer langen Beziehung. Ich bin mir schon ziemlich sicher bei meiner Beziehung mit Anna 9 Jahre. Ich wusste nach 6 Jahren erst, wann die Geburtstag hat. Ja, ich komme jetzt einfach nicht merken. Es ging einfach nicht. Ich habe es einfach nicht auf die Kette bekommen. Es ging einfach nicht. Oh, Maya, Mann. Okay. Warst du dann jedes Mal überrascht? Nö, ich hatte ja, einen Kalender oder was. Ja, okay. Ja, die ganz rechts, die haben richtig reingekackt. Das ist mein Wundermeldeamt. Ich habe noch eine Frage an das linke Pärchen, an den Herrn. Ich sehe ja ganz offensichtlich, dass deine Frau Tattoos hat. Du hast ja auch Tattoos. Ja. Ich möchte von euch beiden eine Stelle hören, die wir nicht sehen, die ihr uns aber zeigen könnt, wo noch ein Tattoo ist. Ja, sie hat unten am Bein 3x7 tätowiert und ich auch. Slizzing Hot oder was? Novoline oder was? Nee, es ist, weil wir am 7.7. quasi geheiratet haben, ist es halt unsere Glückszahl. Dann zeig mal her, das Tattoo. Ja, das kann man auch. Ich muss nur... LOL. Okay, das ist aber schon, also, heißt nicht, warum ist da drunter ein Teufel? Okay. Das ist schon sehr random, finde ich. Verheiratet ist, aber das ist schon... Ja, dass ihr auf jeden Fall zusammen seid. Ja, ich sag, aber also, dass ihr zusammen seid, ich habe den Aspekt mit Augenfarben, das wird auch zu Hause nochmal ein bisschen Gesprächsbedarf geben. Tut mir leid an der Stelle. Danke. Kannst du gerne Gönnergy mitnehmen als kleine Entschädigung. So. Das nehme ich mit. Okay, gut, also für mich ist jetzt erstmal, würde ich die nicht rausschmeißen. Ja, vor allem auch irgendjemand meinte, sie war auch so ein bisschen enttäuscht, als er die Augenfarbe nicht erkennen konnte. Ich habe es ja eben gesagt, ja, wenn die sich nicht kennen würden, hätte sie einfach, ich plötzlich gemeint, hätte sie einfach die Schnauze gehalten und hätte gesagt, ja, da reicht einer. Aber sie war empört. Also sie hat eine typische Frauenreaktion gezeigt, die, ist ja klar. Also würde ich die jetzt erstmal nicht rauswählen. Ich muss dazu sagen, er vergisst sehr vieles. Es ist Mann. Es ist einfach, ne? Herr, weißt du, wann sie Geburtstag hat? 10.04.98. Da kann man aus der Pistole. Ja. Also ihr seid erstmal aus dem Schneider, würde ich sagen, für den Moment. Okay, das heißt, rechts ist für euch ein bisschen wackelig. Ja, rechts ist für mich absolut wackelig. Hier vorne, ja, weiß ich nicht. Also die haben ja angeblich frisch geheiratet, ne? Und ich habe ja alles nachgegoogelt, bla 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 bla, und du wirst halt direkt zum Einwohnermeldeamt gefühlt geschickt, weil du da den Namen ändern musst, irgendwie ob sie Steuer... Also viel Zeug, für Jan einfach, was zukommt. Und ich sage dir, das heißt, ihr wart von nicht Arbeit, danke für die Subs. Nee, wir waren ja auch 3 Wochen auf Bali. Ja, aber ihr müsst ja irgendwann zurückkommen. Ja, nee, ja, überleg mal, wir sind Fabi, danke für 12. geflogen, kamen dann auch Mitte Juli wieder. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir sind zum Finanzamt gegangen, haben das dann umgemeldet wegen der Steuer und haben dann auch nochmal für sie, weil sie ja meinen Namen angenommen hat. Okay, das Ding ist, Flitterwochen in Bali, was brauchen wir denn, um nach Bali einzureisen? Ja, außer Reisepass haben wir nichts wirklich. Also wir brauchen keine Impfungen oder so, sondern nur noch Reisepass. Sonst nichts? Sonst gar nichts? Also das Visum, ja natürlich, wenn man natürlich da ankommt, muss man ein Visum bezahlen. Bedeutet, bevor man reinkommt am Schalter. Echt? Visum beantragen online? Nee, brauchst du gar nicht. Zu 100%. Sicher? Ja. Zu 100%. Okay. Warst du auch gerade da? Nee, ich war noch nie in Bali. Ich war nur in Thailand. Ich denke, er ist ja voll der Bali. Du hast vorhin schon wegen dem Wetter gefragt, Alter. Du warst schon öfters da, Digga. Er hat nur so aus Bock gefragt. Ja, ich wollte dich ein bisschen verunsichern, aber... Aber okay. Ich sag dir schon wieder so, wie es ist. Ich hab da so einen Arschhaar, Melina, ja? Und es fängt immer an zu jucken, wenn ich Lügner irgendwie erwische. Das ist bei Among Us auch immer so. Und es fängt an zu jucken. Dieses eine Arscher. Und ich sag's dir, es ist am Jucken, wenn da 2 Paare ganz hier drehen. Ja, geht, die aber sind schon eingegriffen, ne? Hast du gemerkt? Ja, aber da muss man auch wieder sagen, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber wir Männer haben einfach keinen Bock darauf, Reisen zu buchen. Das machen meistens die Frauen, die kümmern sich den ganzen Papierkram. Ja. Da hat man einfach keinen Bock drauf. Ja, hör dazu. Also da kann ich auch sagen, sie hat alles gebucht, sie hat die Hotels gebucht, sie hat auch die ganzen Reisen, also, beziehungsweise Aktivitäten, die wir gemacht haben, alles sie rausgesucht. Okay, gib mir mal das Mikro. In welchem Hotel wart ihr denn? Wir waren in 2 verschiedenen gewesen. Und die heißen? Ich kann dir nicht unser Hotel sagen. Ich kann dir nicht ein einziges Hotel sagen, wo wir waren. Keine Ahnung. Imperial Hotel. Avra Imperial Hotel. Oh lol, war sogar richtig. Ja. Imperial. Boah. Monkey. Irgendwas. Und dann nochmal so ein luxuriöseres. Das war La... Hotkey, ja. Danke für deinen Sub. La Vie oder sowas. Okay. Habt ihr einen Ring? Ehering? Ja. Was hast du geblecht? Oder sie? Also, meine hat 2000 gekostet und seine hat 900 gekostet. Also kaufst du mir auch ein? Nö, du kaufst sie für uns beide, glaube ich. Wirklich? Hä? Wie unfair! Mein Vater sagt die ganze Zeit, er muss die Ringe holen, aber das ist ja Quatsch.
Ich zahle beide Ringe? Na, den Verlobungsring zahlst du auf jeden Fall. Die Eheringe können wir uns teilen. Was denn das? Ja, ich kaufe mir doch nicht selber einen Verlobungsring, wie unromantisch. Aber ich kriege dir doch auch einen Ring. Muss ich mir selber den Ring kaufen? Ich kann ihn dir schenken, wenn es dich glücklich macht. Hol gefälligst Elis Ringmelle. Ehrlich? Ach, mit warum? Ich will einen Ring. Ich will so einen Ring. Als Mann hat man da so einen Ring? Aber, okay. Ist das so einer? Zieh ich den dann an, so ein goldenen? An welchem Finger würdest du hier, haben? Oder? Aber willst du Gold? Was gibt's noch so? Ich hätte gerne Weißgold. Und ich? Du, na, so silbermäßig Weißgold. Ich hab Silber. Ahmed hat Silber. Aber Silber oder Weißgold, Ahmed? Also knapp 3000 Euro. Hast du den Antrag gemacht? Nein. Ja. Wie sah denn der Antrag aus? Auf den Bahamas. Auf den Bahamas? Auf den Bahamas, ja, im Urlaub. Gibt's eigentlich auch eine lustige Story zu erzählen, weil ja, ja, er hat ja den am 21. gemacht, 21. November. Und am 20. November haben wir eigentlich Monatstag. Okay. Vielleicht willst du ja mal erzählen. Ah, okay. Ja, also ich habe alles auf dem Strand vorbereitet. Sie hat sich ganz mal ready gemacht, weil ich gesagt habe, wir gehen nochmal irgendwo was essen. Bin dann raus, hab schnell die ja, Rosen, Hallo? Handtuch, alles so, Decken mitgenommen. Ja, und dann wollte sie nicht raus, weil die gesagt hat, oh, sie hat keinen Lust, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren. So war das jetzt. Ciao. Ja, und also das war dann so, ich... Kannst du die abholen? Machen wir weiter? Ich hatte dann keine Lust mehr gehabt, sie zu überreden, weil es ist ja auch doof, wenn man mit einer doofen Stimmung da irgendwie am Strand geht und ich ihr dann einen Antrag machen muss. Deswegen habe ich gewartet, bis sie eingeschlafen ist, nachts wieder aufgeräumt und dann am Ende, ja, habe ich das am nächsten Tag nochmal gemacht. Da wollte sie wieder nicht. Aber da konnte ich sie dennoch irgendwie überreden. Scheiße, Jungs, Alter. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch endlich mal gespielt, aber sie den Kopf auf ihn gelegt hat, wirkte so, ah, die Erinnerung. Also wir dürfen ja nicht vergessen, theoretisch gesehen können alle vier Pärchen, die wir hier sehen, zusammen sein. Ja. Wir müssen ja das verheiratete Pärchen raus. Und das ist das Gefährliche gerade. Ja, kann ja auch sein, dass er für sie ein Essen auf Bali gemacht hat, am Strand, auf Süß. Weißt du, das ist ja auch schön. Ja, ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn ihr nochmal gezielt auf die Fragen von den Hochzeiten, wie plant man noch Hochzeit? Wie teuer war die Hochzeit bei euch? Also wir haben einmal standesamtlich am 20. geheiratet. Wie teuer sind so Hochzeiten? Das ist teuer, ne? 20.000 oder so. Kommt auf die Personenzahl an, kommt aufs Essen an, auf die Location. 20, 30, 40k? Habt ihr gezahlt dafür? Man muss ja Papiere immer zahlen. Die war nicht teuer, 300, 400 Euro. Also wir haben nur eine kleine Location gebucht. 300, 400 Euro? Warte, 300, 400 Euro für eine Hochzeit? Nein, wir haben danach, das war standesamtlich, wir haben am 23. nochmal groß geheiratet und das war mit Location alles drum und dran. 20.000. 20? Ja, doch, das ist, ich glaube, es geht sogar. CMX, dann findest du das. Kommt halt auf die Personenzahl an. Also ich weiß, wie teuer die Hochzeit von meinem Bruder war. Deswegen passt. Du für den Landsmann? Halb Ägypter und halb Irake. Was ist denn die Gebühr fürs Anmelden? Also wir haben 180 Euro, glaube ich, 180 oder 200 Euro war das damals. Ja. Also die Frage ist, kriegen wir erstmal jemanden von denen raus? Eine Frage, hast du vielleicht ein Ladekabel? Ja, im Wohnzimmer. Da neben der Couch. An der Couch? Okay, top. Also links. Ich werde nochmal die beiden hinten. Ja. Für mich sind die safe raus, muss ich sagen. Ja, raus. Das sind auch die, wo man raus sogar noch vermuten kann, ob die überhaupt zusammen sind. Ja, so. Ja. Ich habe das Gefühl, die haben sich heute erst kennengelernt. Smikes und Joey, danke für die Subs. Türke, richtig? Genau. Kannst du mal kurz herkommen? Ich? Okay, soll ich das Mikrofon ihm gleich reden? Nee, kannst du mitnehmen. wo wurde er geboren? Warum fragen Sie nicht, ob sie also wirklich, wo er geboren wurde? Ja. Also, ja. Okay, und weißt du noch das Krankenhaus? Ich glaube schon, ja. Was? Ich habe keine Ahnung bei dir. Wo wurde ich geboren? Berlin, aber das Krankenhaus weiß ich nicht. Ich weiß es selber nicht. Meine Mutter weiß es auch nicht. Kannst du mir das Mikro geben? Wo wurdest du geboren? In Kassel, im Klinikum Kassel. Sie hat Kochklinik aufgeschrieben. Klinikum, ja. Klinikum. Ja, passt. Elis Patellasehne mit einem Sub im 13. Bin last man standing in deinem Knie und werde auch nicht kaputt gehen, Jello. Einfach belieben und weiterhin gute Besserung an der Kreuzbahn. Dankeschön, Elis Patellasehne. So ein Klinikum. Wie ist das denn früher? Also, es ist das Gleiche. Aber trotzdem, ich glaube, die trotzdem Liebe unsichersten von allen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von mir aus gesehen. Ja, also, wir müssen halt jemand jetzt rauskommen. Sollte auch nicht so eine lange Folge werden. Ja. Ich würde sagen, auch wenn ich die sehr sympathisch finde, würde ich sagen, von allen war das am schwammigsten. Ja. So. Ja. Ja, raus. Ja. Oder wolltest du noch mal eine Bettfrage stellen mit Fenster und ja, ich hab gerade überlegt, ich schwör's dir. Okay, dann dankt euch einmal fürs Mitmachen, aber ihr müsst einmal bitte raus. Wobei vom Optischen finde ich, würden die schon gut als Paar durchgehen. Die sind nicht verheiratet und gut ist. Okay, wen voten wir als nächstes raus oder wen möchte ich sprechen? Am wenigsten haben wir ganz rechts jetzt bis jetzt geredet. Ja, die sind's.
Die sind. Die könnten aber auch Kinder haben, ohne verheiratet zu sein. Die sind. Die sind auch. Die sind schwanger, die sind schwanger. Ja, die können nochmal richtig löchern. Kann die Dame einmal kurz hier vorne vortreten, bitte? Ein paar Fragen stellen. Nee, ohne Mikrofon, ohne Mikrofon. Aber es kann auch sein, dass der Bauch okay, fake ist. Ja, ich guck nur. Gut. Dann wär's voll okay. Was steht bei deiner Dame hier oben? Ihr Bruder, also Damian. Okay, gut, das war auch gut, okay. Ihr Bruder. Wenn dies nicht sind, Melina, ja, dann mache ich dir... Stimmt, er hat nicht nur den Namen gesagt, er hat... Die gesagt, Bedeutung. Also sind safe zu 100% zusammen, aber... Also ich könnte ein Pärchen sein, schon lange sind ihr zusammen. Ich glaube auch, dass ihr zusammen seid. Ist nur mein persönliches Bauchgefühl. Ja. Okay, gut, ja. Ja, warte mal, jetzt kann ja auch ein Paar sein. Ja, ich bin... Also ich glaub, alles gut, danke. Musstet ihr hier zum Einwohnermeldeamt und sowas? Also ich musste nirgends hin, sie musste halt zum Bürgeramt, ist quasi das gleiche Einwohnermeldeamt, und zur Bank. Sie musste quasi eine neue Karte beantragen, Personalausweis, und das musste sie alles innerhalb, ich glaube, 2 Monate machen. Sie hat aber davor schon Bescheid gegeben, damit sie das schon dokumentieren. Und wenn sie dann quasi die Eheurkunde hatte, dann haben sie es offiziell losgeschickt. Ah, Digga, die machen es auch so detailliert. Eine Frage habe ich nochmal an dich und du schaust mir dabei in die Augen. Beschreib mir die Tattoos von deiner Frau an ihren Füßen. Da hat sie auf jeden Fall Sternzeichen. Rechts ist Waage. Achso, okay. Nee, rechts war Zwilling oder Waage, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also Waage und Zwilling, hinten hat sie auch noch links und rechts. Links hat sie noch einen Diamanten klein. Kann auch auf dem Fuß sagen, was er da drauf hat. Nee, alles gut, so detailliert. Ich hab Zoom benutzt, hab von hier schnell fotografiert. Aber lösche ich jetzt wieder, alles gut. Also nur alles gut. Vielleicht inspiriert sie ja, ich weiß ja nicht. Anzeige ist raus. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Kannst du noch mal zu mir kommen, einmal bitte? Ich? Ja, genau. Boah, was packst du aus? Jetzt schreib mir mal bitte den Namen ihrer Trauzeugen, Trauzeugin auf. Oh! So clever. Schlau, gute Frage. Ja, es sind Fragen zur Hochzeit. Ja. Nicht nur schöne Frage, schöne Frage. Schöne Frage. Oh, das ist mal ein Call. Aber klar, der macht das so selbstbewusst. Muss man wissen, ne? Hey, ja, mit Nachnamen und bitte noch. Oh. Lass ihn doch erstellen. Er hat jetzt eine Aufgabe, die schon also, für dich entscheidet. Nur den Namen jetzt von der Frau zeigen. Ja. Zeig mal. Ja, du musst sie ja jetzt. Sie braucht das Mikrofon. Sag uns nur mal den Vornamen, bitte. Cheyenne. Okay. Er kann ja auch die beste Freundin sein. Aber ist das hier offiziell mit Nachnamen? Wir sagen den jetzt nicht. Cheyenne Effenberger. Das ist meine beste Freundin. Okay, aber das mit dem Trauzeuge. Warte, ganz kurz. Das mit dem Trauzeuge ist ein sehr guter Call, weil lass uns doch mal den kurz das Mikro geben. Ja, oh ja! Oh, der hat gezittert, Sie oder ich? Nein, komm einfach nur nach vorne. Komm nach vorne. Aber ich habe das Gefühl, ihr habt gerade ein bisschen getuschelt. Ne? Nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Namen. Ja, Namen bitte. Den Trauzeugen. Ja. Die kommen halt schon sehr close rüber. Ja, aber kann auch alles gespielt sein, Digga. Oder Beziehung halt. Also mein Trauzeuge oder ihr Trauzeuge? Ja, ihr Trauzeugin. Beide. Mhm. Ja, Jungs, wir müssen eine Runde mal gewinnen jetzt. Ja. Sag uns nur mal bitte die Vornamen. Meine Trauzeugin war Sabine und Karims Trauzeuge war Thiago. Okay, gut, reicht schon, danke schön. Ja, aber alles ein Paar. Die sind hundertprozentig zusammen. Warten an die besten Freunde. Jungs, wie gesagt, ich würde behaupten, ihr alle seid zusammen. Die Frage ist, wer ist verheiratet? Ich würd gerne noch mal links einstellen. Die müssen Hochzeitsfragen stellen. Mach mal deine Notizen. Wie du schon sagst. Mich oder ihr? Du bist sehr vergesslich anscheinend. Ich würde ihr eine Frage stellen. Ja. Komm einmal nach vorne, bitte. So, mit dem Mikro? Ja, mit dem Mikro, bitte. Wenn das zu intim ist, dann musst du es nicht machen. Schreib mir bitte mal hier rein, wo ihr das erste Mal miteinander geschlafen habt. Oh. Oder Sex hattet. Nee, das merkt man sich. Das ist eigentlich, muss jetzt ja nicht detailliert sein. Das hat wieder nichts mit der Ehe zu tun. Das kann ja auch wieder ein Paar sein. Ja, ist dumm. Hebt die Schere, ist dumm. Kann ein Paar sein, ja, ne? Das muss Hochzeitssachen sein. Wo war eure Hochzeitsnacht? Ja, aber, ja. Nacht. Ja. Ja. Wird unangenehm oder was? Da knüpfen wir eins gleich an. wo an welchem Ort genau spezifiziert die Hochzeitsnacht stattgefunden hat? Sehr schön. Stimmt. Ja. Stimmt, das ist gut. Und welche Position? Ja. Nein. Wie du das gesagt hast, ist richtig trocken. Ist das richtig geschrieben? Ja.
Okay, dann sag mir mal, wo ihr da... Wo... Na, er braucht das Mikro erstmal. Achso, Mikro, genau, richtig, ja. Wo hattet ihr, also wo seid ihr das erste Mal miteinander intim geworden? Bei ihr in der Wohnung. Oh! Pff, okay. Also da habt ihr das erste Mal miteinander geschlafen? Ja. Gut, okay, also ich weiß nicht, mit welcher Frau das dann war. Sie schreibt, das war in deinem Bett. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, die waren aber für mich eh schon raus mit dieser Augenfarbe auch. Also, das weißt du doch. Würdest du es theoretisch noch wissen, ohne jetzt was zu sagen? Ja. Sagst du, schreibst du mal. Was? Dings? Ja. Hä? Ja? Hä? Okay, das ist schon mal sehr interessant. Und wo hattet ihr eure Flitterwochen, also die heiße Nacht? Die hatten wir in der Türkei im Hotel. Oh mein Gott! Was steht da? Was steht da? Hier steht im Hotel Hannover. Ja, komm, das ist durch! Oh mein Gott! Wir sprechen sie gerade, glaube ich, oder? Also, ja, raus! Sagen, aber wie süß, dass das probiert haben. An irgendwas müssen wir es ja festmachen. Fatale Niklas, Kuss. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht irgendwie vertauscht habt, irgendwie mit jemand anderem abgesprochen habt, aber zwischen Hannover und Türkei sind dann auch schon ein paar Kilometer Unterschied. Ne? Ja, also können wir kurz machen. Ja, gut. Raus, ja, los, wir müssen es ja an irgendwas festmachen. Okay, ja, gut. Habt ihr ganz gut gemacht, aber ihr müsst einmal bitte raus. Ja, das war für mich schon von vornherein raus. Aber dann sind die auch kein Paar, sind vielleicht die Geschwister. Oder beste Freunde. Oh, unter 100 Minuten. Oh. Yay! Die Zeit soll langsam ablaufen. Also hundertprozentig recht. 100%. Hundertpro. So, Finale, Jungs. Ja. Also ich tendiere tatsächlich zu rechts, aber Monta hatte noch einen Call vorhin. Ja, was heißt ein Call? Also ich glaube, also ich finde erstmal, ich hoffe, dass ich nicht falsch liege und nicht professionelle, gute Schauspieler seid. Ich finde, dass ihr einen sehr guten Eindruck zusammen macht. Das passt gut zusammen. Bei euch, ihr wusstet alles so fast aus der Pistole. Es hat alles sehr, war alles sehr stimmig. Urlaub hier, Urlaub da, Flitterwochen da, Bali, Urlaub hier, Mali da. Das ist alles, ist extrem schwer. Vielleicht liegen wir auch vollkommen verkehrt und haben schon das richtige Pärchen rausgewählt. Man darf nicht vergessen, bei den Links war das ja mit den Einwohnermeldeamt und so, da wussten sie ja, das wussten wir alles gar nicht, ne, und das kriegst du eigentlich schon auf die Nase. Und rechts hat gesagt, hier neue Bankkarte und sowas, das sind so Sachen, die wüsste ich jetzt zum Beispiel. Lass mich gerne mal eine Sache noch fragen. Wer von euch hat nochmal eine Hochzeitsfeier, richtig? Das wart ihr, ne? Ja. Ihr hattet eine Hochzeitsfeier, ihr hattet nur standesamtlich? Also ja, eine kleine Feier, ne? Bei uns war es nur Standesamt, weil wir in der Corona-Zeit geheiratet haben. Ja. Deswegen, siehst du? Wir konnten auch nicht wirklich viele Leute einladen. Quasi im Elis Kreuzmann mit einem Sub im 6. Justin mit 5 Naschis. Justin, danke schön für die 5. Und ich sag's dir, die haben in der Corona-Zeit geheiratet, weil die das Baby bekommen. Das Standesamt direkt hätten nur, ich glaube, 10 oder 15 Leute waren es. Inklusive doch. Trauzeugen. Das heißt, Justin. Wir hätten im Prinzip vielleicht nur 6 oder 8 Gäste dabei gehabt. Und deswegen haben wir eine andere Location gesucht vom Rathaus aus. Und da durften wir dann quasi 20 oder 25 Leute waren es, einladen, weil wir halt ein paar Leute mehr dabei haben wollten, so wie Tante, Oma, Cousin. Das deckt sich ganz gut, weil so ganz am Anfang hat sie das auch erzählt, hat sie auch 20 gesagt, das habe ich mir gemerkt. Okay. Also, und bei euch, wie viele Leute waren da anwesend? Also insgesamt waren es 25. Mhm. Ja, und große Feier hatten wir 100 Leute dabei. Okay, dann könnte einer von euch beiden, wäre egal, einmal hierher kommen, bitte nochmal. Aber 100 Leute, 20k? Er hat 25.000 Euro Geblech für 100 Leute, das ist schon sehr teuer. Ich denke 20 Leute. Denkt er denn? Ja, war, also ja, ganz ehrlich, also 100 Leute, wie viele waren bei der Hochzeit von meinem Bruder? Auch. Oh, so 100 und das war teurer. Aber das war auch schon eine krasse Location. Mhm. Und viel Essen auch, so viel. Also. Yes. Nee, das war Standesamt. Ach so. 25. Standesamt und auf einer richtigen Feier 100. Richtig, genau. Und dafür dann so okay. Viel. Ja, Hochzeiten sind aber arschteuer, Digga. Ja. Dann schreibt mir mal bitte auf, ob ihr so eine Hochzeit gemacht habt, wo alle Geld mitgebracht haben. Und schreibt mal bitte rein, wenn du sogar eine Menge hast, ungefähr, wie viel Preisgeld. Das war. Und irgendein Geschenk von deinen Eltern oder von seinen Eltern, wo du dich dran erinnern kannst. So ein Hochzeitsgeschenk. Auch Geld. Haben alle nur Geld geschenkt. Hey, was? Lass sie aufschreiben. Nicht, dass das wäre ja nichts lass für Ahmed. Eine Geschenkbox, wo Leute Geld reinmachen. Mhm. Du wüsstest ja nicht, von wem er so viel bekommen hat. Gibt's einen guten Zwacken und dann ist gut. Wie viel Geld habt ihr bekommen so insgesamt? Von allen oder? Ja, preislich gesehen, Betrag. Insgesamt.
Ich glaube, es waren 3000 Packequetsch, glaube ich. Was steht drauf? Also von allen. Ja, okay, gut. Wenn ich meine Eltern, dazu zählen würde, dann hätte ich insgesamt, glaube ich, acht noch was. Also alleine von meinen Eltern haben wir 5500 bekommen und dann die Gäste, also zusammengerechnet dann noch 3000. Dann. Boah, sie hat was ganz anderes aufgeschrieben. Nee. Obwohl, er hat ja gerade hier, wollte eine Falle stellen. Mann. Also Holger, mein Gott. Die Kasse, wirklich. Also Holger. Worte-Check-Show. Okay. Aber okay, ich hätte auch so eine Frage. Kannst du mal, du einfach uns näher kommen? Weil dein Ehering hast du uns gar nicht richtig gezeigt. Kannst du mir mal richtig zeigen? Mhm. Also der ist sogar eingraviert. Mit ihrem Namen? Ja, und Datum. Okay. Oh, ernsthaft? Könnt ihr beide zeigen? Also zeig mal, Herr. Dürfen wir uns den angucken? Ja, kann das sein? Ja, zeig mal. Weil dann ist das nicht wahr. Scheiße. Jetzt. Obwohl, nee, kann ja auch einfach so sein. Der ist hier ingraviert, aber... Nee, mich interessiert gar nicht die Gravur. Zeig mal deinen Finger so jetzt. Ob der länger getragen ist, ja. Er zittert ein bisschen, ist aufgeregt. Ist der länger getragen? Siehst du das so? Ist also abgenutzt. Es ist ein Abdruck. Also wenn ich, Jungs, danke schön. Wo danke. Steht denn der Name? Ganz klein. Musst du mal schauen. Hier steht er. Da steht er. Also wenn ich mal einen Call geben darf, wenn ihr von mir einen Call holen wollt, wenn ich mich jetzt festdenken würde, ich würde sagen, die sind... Ja, Lu, danke für den Plan. Die sind zwar zusammen und lieben sich auch wirklich sehr, ist mein persönlicher Traum, aber ich glaube, das kann ja auch unabhängig von der Ehe sein. Ich glaube, dass sie wirklich glücklich sind, aber nicht verheiratet. Das wäre jetzt mein Call. Können wir euren Ehering mal sehen? Nicht glücklich. Nein. Das ist ja ausgesagt. Was? Verdammte Scheiße. Ach, hört mir auf! Verdammte Scheiße, die haben auch gerade einen. Wusstest du aber, dass der Bauch... Ich liebe dich, Martin. Ja, aber das kann doch alles auch, ja. Wusstest du, dass der Bauch... Es könnte natürlich auch einen Verlobungsring... Edi? Der Bauch könnte theoretisch auch so ein Kissen sein. Melina, jetzt hör auf und nimm den Aluhut ab. Ich finde, deine Figur ist sonst so richtig schön. Jetzt nimm den Aluhut ab. Könnte sein, aber sie haben noch nicht geheiratet. Ja, das ist ein sehr extrem schwer. Reburito, dann für deinen Sub. Das sind alle Schauspieler und einer, der das richtige Problem ist. Der hat wir ja schon. Digga, dann raste ich aus. Ja. Dann fahre ich nach Hause und schlafe. Hey, Jungs, was machen wir jetzt? Wir müssen uns festlegen. Ja, boah, also ich sag euch ehrlich, ich tendiere zu rechts immer noch. Sag ich sag rechts. Auch rechts. Ja, weil die geben mir mehr so diesen Ehepaar-Vibe. Ich bleib dabei, Digga, für mich ist links verheiratet. Lukas, danke, das haben wir im ersten. Ich bin genau andersrum, ich sag rechts verheiratet. Ich muss auch sagen, ich bin andersherum. Aber gab es denn rechts irgendwas, wo die sich verhakt haben oder so? Da gab es ja gar nichts. Gar nichts. Das hat ja alles gestimmt eigentlich. Dann machen wir Münzwurf. Ja, müssen wir auch. Oder noch irgendwann eine entscheidende Frage. Mach Schere Stein einfach. Irgendwas muss doch noch sein, Mann. Wie wir Stern... Schere Stein Papier. Schere Stein Papier, aber du weißt, ich bin King in dem Spiel. Bist du? Ja. Ich würde safe rechts nehmen. Dann sehen wir, ob du King bist. Bist eins oder bist drei? Ober ist dann für das am 8. Was nimmst du denn? Was bist du für ein Typ? Lass mich mal kurz analysieren. Kannst du mir gleich Eis bringen? Mein Knie brennt. Schon. Die ganze Zeit auch hier unten. Okay, gut. Dementsprechend entscheiden wir uns jetzt alle gemeinsam für rechts. Okay, gut. Gut, das heißt, wir denken, dass ihr die Wahrheit sagt. Und das heißt, ihr müsst einmal raus und wir machen jetzt die Auflösung. Oh, das ist spannend. Ja, ich auch, Mann. Ich sag auch rechts. Guck mal, wie Monte sitzt. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Jetzt hätte ich bin Weil ich sowas sehe, Chat. Das ist doch ein bisschen lernen, Jungs. Wir sind ein Team, du Arme. Weil ich sowas sehe. Jetzt fallt ihr uns so drücken. Okay, aber wer von euch jetzt nicht zusammen mal die Hand heben? Nein! Was? Digga, das gibt's doch nicht, Alter. Du warst nicht mal Pärchen? Oh mein Gott! Also bei euch, da wusste aber, ihr seid... Ey, dass die kein Pärchen sind! Boah, das ist krass. Dafür hätte ich euch ja fast oder schon die 5 Euro. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, ne, an deiner Stelle, Digga, da geht's aber richtig knallen, Digga. Guck mal, das ist ein Pärchen. Aber
die kommen voll sympathisch rüber, die beiden, finde ich. Oder? Hä? Die wussten nicht, wo das erste Mal von denen war. Aber trotzdem kommen die voll sympathisch rüber. Ich muss jetzt hier, wir sind ja gleich fertig. Mach mal locker. Was waren jetzt gerade deine... Der Mann wird Stress haben. Ich habe wieder alle angemacht. Ja. Lass mal rechts kurz das Mikro geben. Digga, bis ins Finale war nicht mal ein Pärchen. Ja, also wir sind kein Paar. Wir haben beide, also wir kennen uns auch wirklich lange. Wir sind sehr gute Freunde. Und wir haben beide aber Partner und Partnerin. Krass. Oh. Mein Partner ist auch dabei hier. Wer denkst du, ist ihr Partner? Ja, jetzt, das ist frech, das ist frech. Also ja, ich bin tatsächlich verheiratet, meine Frau ist auch hier. Was? Oh, nein. Wir haben auch wirklich alles war bis auf die Frau, die ich geheiratet habe. Die Trauzeugin. Sie ist die Trauzeugin. Aber! Entdeckt haben die uns. Digga, die haben das heftig gemacht. Die haben es richtig krass gemacht. Respekt. Mich? Okay. Ja. Was soll ich sagen? Oh, ja. Ja, ich bin nicht lesbisch. Ich stehe auf Männer. Ja, ich bin auch nicht 26 Jahre alt. Ich bin 21 Jahre alt. Und ja, sie ist meine beste Freundin tatsächlich. Und ich war selber von mir enttäuscht, dass ich nicht ihr Tattoo wusste. Ja, das war so ein Beinhaken. Aber es war eine ne? gute Frage, ich muss ja. ehrlich sagen. Leon, so, obwohl ich immer ihre Tattoos tatsächlich sehe und auch immer begutachte. Ich dachte schon, ihr kennt euch nicht mal. Also ich bin ehrlich. Ich bin auch ziemlich enttäuscht von ihr. Die Tattoo-Frage war entscheidend. Das war smart, das war sehr smart. Ja. Okay, gut. Melina hat es gesagt mit den Blicken von der Frau. Du hast es gesagt, Melina. Ich habe auch gesagt, rechts ist es. Ja, irgendwie, als die nicht dran waren, haben die sich so angeschaut, ne? Ja. Oh, jetzt kratzt. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nee, alles gut, ich habe ja schon von Anfang an gesagt, er ist sehr vergesslich, aber... Das ist schon sehr hart. Naja, wir sind zusammen. Ja, wir sind nicht verheiratet, aber wir sind seit zwei Jahren zusammen. Krass. Aber nur für, ne, um die Wohnung noch ein bisschen zu lernen. Aber was war das jetzt mit dem ersten Mal? Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Intim bei dir oder bei ihr jetzt? Nee, vergesslich. Und es war bei mir. Okay, gut, dann das Gewinnerpärchen. Ja! Bei uns ist alles warm. Ja, wir haben es gerochen. Wir haben es doch gesagt. Wir haben es gesagt. Aber oder ich habe nur gedacht, der steht dort auf der Couch. Und für mich war es klar, dass die verheiratet sind, dass die zusammen sind und sich lieben. Das habe ich von Anfang an gesagt. Die Aura habe ich bis hierhin gemerkt, das Verliebtsein. Aber die hatten so eine heftige Konkurrenz. Wer kann das wissen, dass das die Trauzeugin ist? Egal. Das war so gut gemacht von denen. Ja. Jede Frage, die man denen gestellt hat, haben die gut beantwortet. Man konnte denen kein Bein stellen. Ja. Das war krass. Ihr habt euch echt krass vorbereitet. Ja, safe. Everything has changed every day.